Was für ein wunderschöner Tag. Es ist Frühling und die Sonne. Ach nee, verflixt, es ist schon Nacht. Die eine Nacht, die Nacht vor Ostern. Die Nacht, an der der Hunger an mir nagt. Was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Was koche ich jetzt? Was backe ich jetzt? Was brate ich jetzt? So viele Fragen. Oh Gott, mein Herz. Und die Zeit, die läuft. Schnell, hinterher. Ich brauche Ideen. So hilf mir wer. Ruhig Blut. Ich bin schon hier. Wer da? Ach du, mein Freund. Wie wär's mit einem Pfannengericht? Vielleicht Blinde? Vielleicht auch nicht? Nein, ich hab's. Aladuschki soll es heute sein. Touché, mein Freund. Dann mach für zwei. Auf los geht's los. Hauen wir rein. Wir brauchen Eier. Sagen wir mal drei. Vanillinzucker? Habe ich dabei. Etwas Backpulver und etwas Salz. Und vielleicht noch etwas Schmalz? Bist du des Wahnsinns? Vergiss den Schmalz. Dann will ich Zucker. Ein Löffel reicht. Fünf will ich haben. Sei es dir gegönnt. Mein Freund, ich danke. Chapeau. Ich hab zu danken. Ach, ein Gefäß. Komm gerade recht. Jetzt alles rein mit unseren Sachen. Einmalig mischen, bevor wir weitermachen. Zu Befehl, mein Freund. Bin schon am Mixen. Doch schaut hinein. Es ist so leer. Natürlich, Dummbart. Es kommt noch mehr. Das Wichtigste, das sage ich dir. Ein Glas voll Mehl und der Kefir. Bravo, Frau Locket. Dann alles rein. Ich rühre den Teig. Gut wird er sein. Ich muss gestehen, der Eifer steht dir gut. Chapeau nochmal. Ach, welch ein Zufall. Ein Pfannenhut. Vermelde, der Teig ist fertig. Und die Pfanne ist schon heiß. So lass uns nicht mehr länger warten. Mach Platz, ich will jetzt braten. Nur zu. Der Herd, die Bühne, gehört jetzt dir. Bin schon dabei. Eins, zwei, drei, vier. Schön braun von einer Seite, bevor ich zu der nächsten schreite. Was sehe ich da, du dummes Kind? Die Gabel nutzt man nur zum Essen. Ach, herrje, habe ich die Worte des großen Chris vergessen. Wenn er es wieder sieht, dann schreit er. Jetzt zu spät, mach einfach weiter. Okay, mein Freund, hier sind die ersten Aladuschki der Nacht. Sehr schön, damit ist mein Tun vollbracht. Gewiss, der erste Teller gehört mir, den Rest, den überlasse ich dir. Und nun wird Zeit, ich werde jetzt gehen. Kein Lebewohl, nur ein Auf Wiedersehen. Hab Dank, mein Freund. Ich hoffe bis bald, denn du und ich sind stark zu zweit. Und euch, ihr Lieben, ohne Frage, wünsche ich schöne Ostertage.